2012. Wir sind wieder zurück in unserer Küche auf der Schaffhauser Piazza im zweiten Kochduell, und zwar von der Volleyballspielerin vom HC Kanti, Nora Götz, und Rahel Brütsch, Präsidentin von der Schaffhauser Landfrauen. Und dann haben wir natürlich auch noch unseren Schiedsrichter, das ist der Gildo Guidi, der ehemalige Besitzer von der Gerberstube. Wie beurteilst du jetzt da deine zwei Köchinnen bis jetzt? Du, die machen das perfekt. Wenn ich ein bisschen anleite, ist klar zwei, drei Tipp, aber man sieht, wie hat das im Griff, kein Problem. Ein bisschen Mithilfe vom Schiedsrichter ist erlaubt. Selbstverständlich. Man kann ja nicht ins kalte Wasser rühren, muss man oder nicht. Sollen wir vielleicht mal unsere Schaffhauser Landfrauen fragen, für die, die jetzt da nicht so gute Küche gesehen haben, oder für die, die hier zuhören, was hast du in den letzten Minuten alles gemacht? Sie sehen schon ziemlich fertig aus. Ja, der Lachs ist noch nicht ganz oben, aber ich habe Zwiebeln angezogen, dann den Lauch gekriegt und jetzt nicht im Rahmen weiter. Dazu gibt es den Lachs, aber der Herd stellt immer wieder ab. Den Lachs tun wir broschieren, bis er oben ist, und dann machen wir es raus. Das ist gut. Also, wie lange müssen sich Zuschauer noch gedulden, bis sie das ein bisschen probieren? 10 Minuten, eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde, gut. Fragen wir rein nochmal, Nora Götz, wie ist es bis dir bei dir bis jetzt so gegangen? Ja, ich habe tatkräftige Unterstützung zum Glück. Und ich glaube, es läuft ganz gut. Ich habe eben schon mal gekostet und mir schmeckt es, glaube ich, nachher. Jetzt habe ich gesehen, es hat auch noch ein paar Volleyball-Kolleginnen von der Nora im Publikum. Das fragen wir mal hier schnell noch. Sind ja schon mal eingeladen worden von ihr zum Essen? Nein, leider nicht. Wir warten immer noch auf eine Einladung. Und jetzt kann sie sich da sicher ein paar Tipps holen, damit sie noch ein schönes Nacht kochen. Also ihr habt noch nie Kochgenüsse von euren Kollegen können geniessen? Nein, leider nicht. Aber wir machen immer zusammen Brötchen und wir haben ja auch schon zusammen gekocht. Also hoffen wir noch auf eine Einladung jetzt von der Nora. Also Spiegelei kann sie in dem Fall schon. Mal schauen, wie das Essen heute rauskommt. Wir gehen dann noch ein paar Minuten und schauen dann, was das Publikum zum Fall Essen sagt.